Ich wähle nicht Chuchu! Nein! Nein! Auch wenn es ein JK gerne sehen würde bei Let's Play Xenogears! Okay, ich werde gehen. Oh, okay, dann ist es entschieden. Jeder andere arbeitet mit Sieg zusammen. Warte! Ich gehe auch mit! Huh? Du musst nicht. Oh! Yeah! Uff, sorry, Margie. Komm mit uns mit. Grabschi. Alles klar, ich zähle auf euch alle. Er ist ein toter Mann, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Tja, dann hoffen wir mal, dass Bart bis zum nächsten Mal nicht blind wird. Nun, dann lasst uns gehen. Wo ist das Mausoleum? Sieh, es gibt einen Eingang auf der Rückseite der Kathedrale. Zuerst müssen wir auf die Straße, die um die Stadt herumführt, und über den hinteren Weg dort rein. Verdammt, wieso habe ich hier... Verdammt, ich hätte Billy, glaube ich, mit... Nee, ach, was habe ich hier für Mist gebaut? Egal. Müssten wir so weit laufen? Oh, sind wir heute mal wieder dievenhaft? Die Distanz bis zum Mausoleum ist nicht so weit. Ist nicht so groß, meine ich. Aber ich weiß nicht, wie groß das da unten ist. Du bist da selbst noch nie drin gewesen, Bart? Yeah! Es ist mein erstes Mal, also unter dem Mausoleum, nur weiterzugehen, meine ich natürlich. Nun, der Ort ist überall versiegelt. Selbst ich bin noch nicht weiter unten drin gewesen. Weder ich noch Margie wissen viel darüber. Sieg und die anderen haben schon abgehoben. Also können wir eine Weile nicht zum Schiff zurückkehren. Nun werden wir uns auf uns selbst gestellt alles herausfinden müssen. Okay, da gehe ich voraus und warte am Eingang auf euch. Wir kommen nach, sobald wir mit den Vorbereitungen fertig sind. Könntest du bis dahin am Eingang warten? Okay. Okay, dann ist die Zeit vorbereitet zum... Zeit zum Vorbereiten oder so ähnlich. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir die Werkzeuglady finden könnten. Warum lassen wir nicht einfach das entsprechende Geld zurück? Sicher kein Bilderbuch verhalten, aber ich bin sicher, sie wird mir irgendwie vergeben. Ja, gucken wir mal, ob wir was looten können. Ist das hier der richtige Ort? Das ist die Versammlungshalle. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich finde mich gar nicht mehr zurecht hier, muss ich gestehen. Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt Ellie dabei, obwohl ich in meinem Skript irgendwie Billy drinstehen habe. Deswegen bin ich ein bisschen ins Schwimmen geraten, weil sich der Dialog dadurch, glaube ich, was verändert hat. Ja, wir können hier an der Theke uns an die Beke... Nein, in die Theke bitten. Und ja, wir lassen dann einfach Geld hier, wenn wir was kaufen. Was für ein Schwachsinn. Also ich meine, wir sind im Auftrag des Guten unterwegs und... Dynamite Rod? Ach, was soll's. Nein, kein Dynamite Rod. Ich guck gerade mal. Zeug. Oh, null. Achso, das ist 10 bei Citon. Egal, ich habe noch was gestort davon. Ist also, ach nee, das ist alles so Schwachsinn. Ich habe zwischendurch, bevor ich vor der gestrigen Folge, die ich aufgenommen habe, bin ich noch einkaufen gewesen und habe noch genug Survival-Tents und Omega-Dingsbums-Zeug gekauft. Ja, für die schnelle Heilung zwischendurch und so weiter und so fort. Und jetzt begeben wir uns auf den Weg hinter die Kathedrale. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diesen Weg schon mal vorher gezeigt habe im RP. Hier gibt es auf jeden Fall was, wo man vorher noch nicht rein konnte halt. Danke, dass du gewartet hast. Okay, dann lass uns reingehen. Ich wusste nicht, dass hier ein versteckter Weg hinter der Kathedrale war. Yeah! Er ist normalerweise abgeschottet, damit nicht so viel Musik reindringt. Also ist das Mausoleum hier drin? Oh yeah! Und so weiter halt, ne? Wird langsam ein bisschen viel. Wenn die Stadt in Gefahr schwebt, suchen die Leute hier in der Regel Unterschlupf. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass es kein umgedrehtes Shinra-Gebäude ist. Ja, das wird's wohl nicht sein, oder? Ich meine, wenigstens haben sie uns schon die roten Teppiche ausgerollt. Oder was auch immer das für ein Boden ist. Finde ich ein bisschen schade, dass es hier kein Geräusch gibt. Ich meine, warte mal, wie weit geht es hier denn noch runter? Halt noch was aus, ist nur ein Stück weiter. Oh ja. 50 oder waren es 60 Stockwerke? Oh,
Aber zumindest gab es lustige Dialoge im Shinra-Gebäude, sofern man den Hintereingang nimmt. Leider Gottes gibt es in diesem Spiel für diesen Weg keinen Vordereingang. Aber das hier ist jetzt gerade Gameplay von Final Fantasy 13. Steuerkreuz bzw. Stick nach vorne festtackern und laufen. Wir sind da. Das ist schön. So, was passiert nun? Hey, geht's hier nicht schnell genug, oder was? Ja, schön, wie sie alle bedeppert da der Reihe nach aufgereiht stehen. Und sich den schönen dreckigen Boden angucken. Du hast nicht, Du hast doch bestimmt nicht vergessen, was wir hier tun müssen. Hey, lasst mich in Ruhe und haltet die Klappe. Ist eine Weile her, also Vorsicht mit den Schuldzuweisungen. Scheiße, ich hab's wirklich vergessen. Möchtest du, dass ich es öffne? Ah, nein, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich einfach mal. Hier kann man schon ein bisschen rumprobieren und ich glaube, hier gibt es an der Seite eine Konsole. Das hier sieht aus wie ein Bedienungsfeld. Etwas bewegen. Na klar. Das ist jetzt Telepathie wieder hier. Oh yeah! Ufts, ufts, ufts und so weiter. Das ist es. Sehr schön. Wobei ich jetzt gerade wieder meinen Text vergessen habe. Nicht mehr sehe. Obwohl alles in Ordnung sein wird. Ich beginne Zweifel zu bekommen. Mindestens stehst du direkt mit dem Kopf vor der Bedienkonsole. Sesam, öffne dich! Ha! Richtiges Timing. Das sieht eher aus wie ein Fass, wo man einsteigt und es irgendwo hinrollt, oder? Boah, jedenfalls, der Weg ist offen. Endlich! Wir kommen Shakan zuvor, denn offensichtlich ist er noch nicht hier drin gewesen. Hä? Moment mal! Moment mal! Was machen die? Sie sind schon so weit gekommen! Doch, bis hierhin. Und keinen Schritt weiter! Oh oh! Das wird ein Fall für viel Zeug. Mal guck gerade mal, ob Radiance. Verdammt, Radiance ist nur Single Target. Ja, it's time for Feuerzeug. Ich habe jetzt, denke ich mal, die Feuerattacke sozusagen getriggert. Obwohl ich sollte, glaube ich, diese beiden anbetungswürdigen Anbieter in der hinteren Reihe erstmal zerknüppeln. Aber ich habe ja noch Bart. Verdammt. Ja, knüppeln wir erstmal einen von denen hier nieder. Ich mach auch mal die Feuerattacke, weil wir die, glaube ich, auch noch nicht gesehen haben. Ist ein bisschen schwierig, zumindest für mich und mein altes Gehirn, sich zu merken. Was habe ich denn da gemacht? Bitte. Darf ich auch nochmal dran kommen mit der, die Massenvernichtungsangriffe hat? Danke. Verdammt! Hört auf zu schießen! Okay. Was nehmen wir denn? Wir haben Animo Wave schon gesehen. Dann nehmen wir mal. Gar nichts! Weil ich nicht mehr genug Magiepunkte habe! Ist das blöde. Dann. Obwohl, wir haben von Ellie noch nicht die. Wie heißt es? Die Erdmagie gesehen oder den Erd-Deathblow? Aber jetzt nehmen wir den Feuer-Deathblow. Dass sowas nicht Multitarget ist. Ich verstehe es nicht. Und es ist auch gar nicht so stark. Na, was soll's? Shakan Monk. Monk aus der Fernsehserie? Nein. Habe ich ehrlich gesagt auch nie gesehen. Nee, ich. Was ist das jetzt? Ach so, sie in Barji, halt uns. Finde ich gut. Ach, was soll's jetzt? Damit es mal ein bisschen schneller geht hier und wir ein bisschen durch die Kämpfe durchkommen, benutze ich dann meine normalen Deathblows, die dann in der Animation nicht so ganz so viel Zeit haben. Oder zu viel Zeit verbrauchen. Ich hätte nichts sagen sollen. Ah, Bart peitscht wohl gerne durch die Gegend. Ich habe noch nicht mal Magiepunkte genug, um meine Gruppenangriffe mit Ellie zu benutzen. Mein Gott, was für eine Revolverin. Okay, ich benutze. Jing, 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 jing. Ich hoffe, das ist jetzt der Bodenangriff. Weil der war, glaube ich, ganz lustig. Gucken wir mal. Was, der Maulwurf? Ja, es war der Maulwurf! Rums! Ja, da soll man noch einmal sagen, dass das Spiel überall furchtbar ernst nimmt. Ach, was soll's hier? Du willst nochmal peitschen, dann peitsch! Du warst ein böser Bube. Dreh dich um! Dreh dich um! Du hast doch normalerweise zwei Peitschen. Ah, ja, okay. Ich habe mir die Animation noch nie so richtig angeguckt, muss ich gestehen. Dauert einfach zu lange. Ching, 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 mich umfällt. Jum. Deswegen ich Ellie jetzt auch dabei habe. Falls sie ein Level-Up bekommt, kann ich sie besser kontrollieren. Ob sie plus Ether bekommt oder nicht.
Lady? Wer ist Lady? Ist das kurz für Lady? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Lady! Verdammt, wo ist mein Text wieder mal hin? Es ist Bartholomew! Ach, Bursche! Bursche heißt Lady! Bursche! Ja. Und Margarete ist bei ihm. Ihr da hinten, es ist okay! Der Sarg. Der Text. Ist Margis Mutter sicher? Es wäre schön, wenn mir jemand auf diese Frage antworten könnte. Sie ist okay, sie wurde noch nicht angerührt. Phew. Okay, was für eine Erleichterung. Seid ihr alle in Ordnung? Ja, irgendwie. Scharkan, wo ist er hingegangen? Oh ja, Scharkan? Nein, hab ihn nicht gesehen. Die einzigen, die hier kamen, waren die Soldaten, die mich bedrohten, ruhig zu sein. Tut mir leid, Bursche, wenn ich nur mutiger wäre. Er ist noch nicht hier. Das ist seltsam. Der Boden. Was passiert nun mit der Stadt? Wir haben uns um alles oben gekümmert. Er könnte nun zurückkehren. Ist das wahr? Bartholomew, du bist wirklich stark. Ich habe dich von Zeit zu Zeit kommen und gehen sehen und ich habe nicht so viel davon gehalten. Wer genau bist du? Ihr alle, ich brauche eure Aufmerksamkeit. Meine Freunde sind momentan auf dem Weg nach Bledavik. Sie sind auf einer Mission, um Scharkan von seinem Thron der Macht zu stoßen. Es ist notwendig, dieses Land von Grund auf neu aufzubauen. Ich habe die Aufgabe von unserem letzten König bekommen. Wenn alles gut geht, werden wir das bald in die Realität umsetzen können. Bitte glaubt mir und wartet auf mich. Du willst Scharkan besiegen? Der letzte König? Dann bist du... Die Stadt ist wieder sicher. Lasst uns hochgehen. Oh mein, ich muss sie tiefer sprechen. Sie ist nämlich ein bisschen breiter. Sammelt all eure Besitztümer ein. Naja, wenigstens können sie jetzt wieder nach oben und ich hoffe, ich kann dann wieder ein bisschen besser einkaufen. Bursche, sei hier drin vorsichtig. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Und wenn ihr fertig seid, versprecht herauszukommen, um zu verkünden, wer du bist. Ich will dich stolz auf der Terrasse von Schloss Fatima stehen sehen. Du wirst gewinnen, Bursche. Du hast meine Unterstützung. Finde ich gut. Dann können wir eine Demokratie einrichten. Dann kann er sich wählen lassen. Ich weiß nicht, was passiert ist oder was mich dazu gebracht hat, diese Dinge auszusprechen. Sieht mir nicht ähnlich, sowas zu sagen. Du hättest ihnen einfach sagen können, dass du der Prinz bist. Nein, das kann ich jetzt noch nicht tun. Ich muss den letzten Willen meines Vaters erfüllen. Okay, an dieser Stelle glaube ich, dass ich nur hier lang kann und diese... mit dieser Konsole ein wenig weiter in diese Einrichtung einzudringen. Was das wohl für ein riesiges Untergrundgebilde ist. Was könnte das nur sein? Es ist so hoch, es ist so tief, es ist so breit. Es hat so viel Freiraum. Es dürfen Spekulationen angestellt werden, liebe Zuschauer. Könnte es ein riesiger fliegender Donut sein? Nee, hatten wir schon. An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich doch überlegt habe, statt Ellie auch, oder stattdessen... Maria mitzunehmen. Ich meine, ich bin ein wenig spitz auf Maria. Also nicht so, wie ihr das jetzt denkt, sondern wegen ihrer Potenz. Also, weil sie so gut ist mit ihren Specials, das meine ich. Es ist schrecklich dunkel hier drin. Glücklicherweise haben sie hier den Saft abgedreht, weil keiner da ist. Wir benutzen diese untere Ebene als ein Mausoleum. Daher ist immer eine minimale Energie für uns verfügbar. Aber nicht einmal die Schwestern sind hier drin erlaubt. Riecht nach Schimmel.
Es ist offensichtlich. Praktisch ist niemand hier drin gewesen. Lasst uns weitergehen. Wir müssen den Schatz erreichen, bevor Shakan hier ankommt. Werden wir den Schatz erreichen, bevor Shakan hier ankommt? Oder liegt diese Dunkelheit daran, dass die Fatima-Dynastie die Stromrechnung bezahlt hat? Und werde ich mit dem Skript klarkommen, obwohl Annie dabei ist? Und was sind das für Statuen? Das ist dieselben Engelsstatuen wie in der Kathedrale. So, das ist also die Tür, die zum großen königlichen Schatz die Verbindung herstellt. Und wird der Fatima Jaspis funktionieren? Erfahren wir dies in der nächsten Folge von Let's Play Xenogears. Final Messenger 13 wünscht euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.